fliegen. So, jetzt wird's wahrscheinlich wieder hektisch für mich. Ja, wahrscheinlich. So, warte mal. Die eine Kiste muss hier hin und die andere muss irgendwo hier vorne hin. Jawohl! Ja, aber doch, das ging doch einfach. Boah, ey. Alter, was eine Stelle. Und jetzt, wenn man das so einmal gesehen hat, ne, dann ist das wirklich eigentlich easy. Das ist eigentlich das Traurige. Ja, dann gucken wir mal, was hier passiert, wenn wir das jetzt anmachen. Ich glaube, dann bleiben die nämlich so. Okay. Ich habe irgendwie gedacht, ich komme da nie hoch. Weil das müsste jetzt wieder unterbrochen sein eigentlich, ne? Was ist denn, wenn ich das anmache? Und dann das? Wollte ich das dann ausmachen? Wofür ist das überhaupt da? Ich glaube, das ist nur dafür da, um die dann in Position zu halten, ne? Genau, da sind halt beide oben. Ich meine, der links muss hoch und der rechts muss runter. So rum muss das. Hier kann ich nichts machen. Ich kann den nicht dran ziehen oder so, dass das irgendwie dann ausgeht. Aber es betrifft immer beide. Wenn ich jetzt nämlich das anmache und das anmache, dann gehen halt beide hoch. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ausmachen, dann bleiben die auch da oben. Genau. Wahrscheinlich irgendwie mit Geschwindigkeit oder so. Aber ich komme ja gar nicht so schnell dahin. So, irgendwie, dass ich von links nach rechts renne oder so, das wird ja nicht gehen. Hm.
nichts dran machen. Aber jetzt werden die auch komischerweise nicht da in Position gehalten, ne? Wenn ich jetzt das Ding anmache, dann gehen die auf jeden Fall nach oben. Das heißt, der hält die Wände nur oben. Und die bewegen sich ja wenn beide. Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß. Der linke ist ja deutlich schneller oben, glaube ich. Genau. Genau so. So wird ein Schuh draus. Okay. Oh nein. Jetzt geht das immer noch weiter. Okay. Okay, aber anscheinend muss ich das ändern. Okay, da kommt jetzt ein Wagen angefahren. Ja klar! So, ich kann wahrscheinlich irgendwie schon so nach rechts oder so, ne? Boah, Alter, wie schnell soll ich denn da sein? Okay, versuchen Sie mal so. Jo, na klar, ey. Boah. Okay. Und die denken sich, also ich muss ja wirklich sagen, ne, so sehr ich mich jetzt auch über diese Puzzle aufrege, dass ich die nicht schaffe, wie mit der Lore. Also, aber ich kann die ja nicht langsamer machen, oder? Ah doch, kann ich, klar. Ach genau, dass sie erstmal in die eine Richtung noch kommt, ne? Und... Nein! Ah, okay. Boah, Smudan, ey, du bist echt gut. Du hättest das Spiel mal eher spielen sollen, nicht ich. Wie Indiana Jones. Wow. Ich hab noch überlegt, tun die Stacheln weh? Ja oder nein? Ja. Ja du, ich bin auch fast am Durchdrehen, ehrlich gesagt. Weil ich das... Was bitte? Weil ich einfach so dämlich mich anstelle.
Wie soll das denn jetzt funktionieren? Was? Ja, genau das habe ich auch gerade gedacht. Ich bin ein bisschen überfragt gerade, ehrlich gesagt. Alto Belli. Ich kann dann ja nur. Für, ja. Ah, warte mal, hängt da nicht. Ich glaube, da hang ein Seil unten. Glaube ich. Unter der Kreissäge irgendwo. Was auch immer mir das bringt, aber ich glaube, da war eins. Aber ich komme da gar nicht dran. Alter. Nee, keine Chance, ey. Oder ich bin zu doof. Kann auch sein. Ist nicht auszuschließen. Da hängt vorne eins. Ja, ich glaube, das habe ich. Ich habe das gesehen, aber irgendwie komme ich da. Also ich kann das nicht packen. Oder ich drücke dann die falschen Tasten. Siehst du das? Er greift da einfach nicht nach. Aber ich guck mal, wenn ich irgendwie mit Control noch oder so, dass er danach, dass er eher danach packt vielleicht. Ne. Ne. Möchte er nicht. Er möchte es nicht packen. Okay, ich weiß zumindest, wie ich weiterkomme. Ja. Okay. Machen wir das nochmal. Das war zu wenig. Eine war vorhin zu viel, das andere war zu wenig. Okay. Nochmal so. Ist aber auch fies, ey. Aber wie soll ich das denn, wie soll ich denn da so springen, dass ich nicht an die Kreissäge komme? Ich muss erst aufhören und dann muss ich ja wieder, dann muss ich ja doch wieder was benutzen, also muss ich ja doch wieder nach rechts lenken. Früher springen, also du meinst noch, so, das meinst du, okay. Das könnte man. Nee. Aber selbst danach packt er nicht, oder? Ich habe jetzt weiter nach rechts gedrückt, das kann natürlich auch sein. Guck mal. Boah, ich muss ja weiter nach rechts drücken, damit ich da überhaupt drankomme. Und dann will er nicht danach greifen. Seil vorne, nee, dann, nach dem Seil vorne greift er leider nicht. Ich könnte höchstens versuchen nochmal. Ja, dass ich. Boah, das. Okay, das war gut, aber ich. Er hat auch nicht danach gegriffen. Der Sack. Ne. Weiß nicht, ob ich vielleicht über das. Über diese Kreissäge drüber springen muss oder so. Weißt du, dass ich irgendwie. Da aber da, er greift auch nach dem Seil da unten nicht. Der Pfeil.
Der zeigt nach rechts, ne? Achso, nach dem. Du meinst nach dem Schild soll ich greifen? Oder versuchen? Weil sich daran festhält. Ja, okay. Ja, okay. Okay, klar. Na gut. Ah! Wie springe ich denn? Wie springe ich denn? Okay. Okay, bisschen Panik gehabt. Gebe ich zu. Ah. Ast rein dran vorbeigesprungen. Auch stark. Boah, jetzt machen die so eine Perspektive, ey. Ey, ach, ich vergesse immer Control zu drücken. Okay. Ach, was bin ich doof, ey. Okay. Sich einfach runterfallen lassen. Ach, in der Mitte von dem Ding ist, glaube ich, ein. Mann! Ist aber auch. Ich bin auch manchmal echt so dumm. Ich freue mich, dass du Spaß hast. Ey, Mann, ich drück doch Control! Boah! Ja, klar, jetzt muss ich da. Kann ich mich jetzt da. Was meinst du? Kann ich mich jetzt einfach so da runter hangeln? Oder muss ich erst nach links springen und dann wieder nach rechts springen? Besser das. Nein, das glaube ich nicht. Das halte ich für ein Gerücht. Außerdem wird Gott mit 2T geschrieben. Oh, Scheiße. Boah, da muss ich derbe schnell sein. Patsch, patsch, patsch. Ah, zu wenig noch. Noch schlimmer, als wenn man es nicht weiß, ist es, wenn es eigentlich recht simpel ist und ich es einfach nicht hinbekomme. Ich so gar nicht. Alter, wie schnell soll ich denn da sein?
Krass, ey. Gibt's das? Das gibt's doch gar nicht. Gibt es doch gar nicht. Oh, wie schnell das bitte abläuft. Ich bin gerade oben und dann ist das schon weg. Ah, oder? Oder ich muss halt. Ja, genau, richtig. Ich muss es halt. Ich muss erst die Kiste verschieben. Nochmal anmachen. Und jetzt müsste es hoffentlich reichen. Perfektamente. Was? Bitte was? Ich darf. Also ich muss das in der Mitte ausmachen. Aber jetzt zerpflückt mich auch einfach eiskalt in meine Einzelteile. Ah, warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Da war ich so überall, nämlich. Nein! Okay, ich darf hier wieder anfangen. Was? Warte mal. Also ich, ja, den ziehen kann ich voll vergessen. Also ich muss. Aber da kann ich ja gar nichts tun. Außer jetzt. Oh, was? Ich muss irgendwie auf die Rückseite von dem Ding kommen. Okay, ich weiß wie. Okay, das ist nicht gut. Und dann natürlich nicht nach rechts springen. Das wäre natürlich auch sehr gut. Wollen sie es mir aber auch. Boah, was ein Ding! Was ein Ding! Scheiße. Ja, natürlich.
natürlich ist der Strom an. Kann ich den irgendwie vorher ausmachen? Nein. Ja, hochkommen. Nicht so ganz. Warum ist denn der Strom an? Was ist das für Arschlöcher? Wieso komme ich denn? Wie soll das denn bitte funktionieren? Ah, warte mal. Ich muss nämlich beim Runterfallen, muss ich das Ding treffen. Ah, da muss ich mich vorher zersägen lassen. Genau, richtig. Fuck. Da hier natürlich getroffen. Aber vom Timing her war schon ganz gut. Ich kann den nicht drücken. Ich kann den nicht drücken. Wieso kann ich den nicht drücken? Okay, jetzt konnte ich natürlich drücken. Oh. Schlecht. Ich muss ihn, glaube ich, ein bisschen höher. Was auch immer gerade passiert. Was auch immer gerade passiert ist. Okay. Das sieht jetzt so aus wie die erste Folge. Also wie... Wie wenn man das Spiel neu startet. Findet man sich in so einem Kreislauf? Bis man... Gibt es gar kein Ende von dem Spiel vielleicht? Limbo? Heißt das irgendwas? Oh. Ja, man scheint unsere Schwester, Freundin wiedergefunden. Ja, was für ein komisches Ende, aber auch irgendwie schön. Jetzt läuft hier noch der schöne Abspann von dem schönen Spiel. Gameplay Testers. Ja, das war ein, ja, ein sehr
Ja, schon ein mitreißendes Spiel, obwohl es halt wirklich nur diese Schwarz-Weiß-Grafik ist. Aber es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. War sehr, sehr schwer teilweise, wie ihr gesehen habt, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Oder du ja auch, Smudern. ja, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr im Livestream vielleicht auch damit dabei wart. Das war schon ein Spiel, auf jeden Fall. Mich würde es interessieren, wie ihr das Spiel gefunden habt. Damit, ja, haben wir noch ein Steam Achievement gekriegt. Errungenschaft, Ehre, wem Ehre gebührt. Und damit ist es jetzt vorbei mit Limbo. Das heißt, wir können jetzt alle ins Bett gehen. Und ja, vielen Dank dafür, dass ihr zugeschaut habt.